Ja, hallo. Wir haben ja bereits den invertierenden Verstärker kennengelernt und wir wissen auch, wie groß die Verstärkung dieser Schaltung ist. Wir hatten nämlich folgende Formel hergeleitet: Die Verstärkung V dieser Schaltung ist gleich minus R2 dividiert durch R1, wobei R2 ist der Widerstand im Gegenkopplungszweig und R1 ist der Widerstand am Eingang. So, jetzt hatten wir allerdings gesagt, dass diese Formel nicht hundertprozentig genau ist. Ja, wir waren nämlich bei der Herleitung dieser Formel davon ausgegangen, dass die Verstärkung A gegen unendlich geht. Also die hatten wir mit unendlich angenommen. Das ist allerdings in der Praxis nicht der Fall. In der Praxis hat man manchmal eine Verstärkung, die beträgt nur 1000, also nicht 100.000 oder 1 Million oder 10 Millionen, sondern nur 1000. Das ist relativ wenig. Ja, und dann kann es passieren, dass dieser Fehler, den man da macht, so groß wird, dass man ihn nicht mehr tolerieren kann. Und deshalb wollen wir in diesem Video eine bessere Formel herleiten, die berücksichtigt dann auch, wie groß die Verstärkung des Operationsverstärkers ist. Ja, also das, was wir hier haben, ist ein Verstärkungsfaktor in Abhängigkeit, also als Funktion von R1 und R2. Und was wir suchen, ist eine Verstärkungsformel. Und in dieser Formel soll die Verstärkung eine Funktion von R1, R2, aber auch von A sein. Ja, so ist die Schreibweise. Das bedeutet, hier ist also die Verstärkung abhängig von R1 und R2. Man sagt auch, die Verstärkung ist eine Funktion von R1 und R2. Und hier ist die Verstärkung eine Funktion von R1, R2 und von A. Ja, und weil es auf diese drei Werte ankommt, habe ich die auch mal hier dick in Rot eingezeichnet. Gut, also das erstmal als Vorbemerkung. Jetzt wissen wir schon mal, worum es in diesem Video geht. Und jetzt erkläre ich euch zunächst einmal diese Schaltung hier. Genauer gesagt, ich sage euch, was man aus dieser Schaltung alles für Informationen entnehmen kann. Zunächst einmal wissen wir ja, dass der Eingangswiderstand hier unendlich groß ist, idealerweise. Und deshalb fließt der gesamte Strom, der hier reinfließt, auch hierher durch R2. Das heißt, der Strom I1, der durch R1 fließt, und der Strom I2, der durch R2 fließt, die sind gleich groß. Ja, das ist eine Knotenregel, weil bei der Betrachtung haben wir diesen Knoten hier betrachtet. Da haben wir gesagt, der Strom hier ist 0 und deshalb ist I1 gleich I2. So, und das nächste, was ich da aufgeschrieben habe, also man schreibt, wenn man so eine Formel herleitet, erstmal am besten alles auf, was man der Schaltung entnehmen kann. Und das nächste ist dann eben die Maschenregel, ne, Knoten, Maschenregel, die kommen immer vor in jeder Schaltung oder fast jeder Schaltung. Und da habe ich also zunächst einmal folgende Masche bestimmt, diese Masche hier. Ja, und da habe ich also gesagt, die Pfeile, die in Richtung der Masche zeigen, das ist einmal UD und UE, die bekommen ein Plus und ein Minus bekommt diese Spannung hier, UR1, weil sie entgegen der Maschenrichtung zeigt. So, dann habe ich das Ganze noch nach UE umgestellt, weil wir gleich UE ersetzen wollen. Und dann erhalte ich, wenn ich das hier auf die andere Seite bringe, UR1, also plus UR1. Und wenn ich UD rüberbringe, erhalte ich minus UD. Dann habe ich hier genau diese Formel. Gut, dann gibt es da noch eine Masche in der Schaltung. Mindestens noch eine Masche. Die nächste Masche ist jetzt etwas komplizierter. Und zwar, die geht einmal um den Operationsverstärker drumherum. Die fängt hier an, geht hier hoch und hier wieder über den Ausgang zurück. Gut, gucken wir mal, welche Pfeile zeigen in Richtung der Masche. Also welche zeigt so rum? Das ist einmal UD und UR2. UR2 zeigt auch in die Richtung und UA auch. Also die zeigen alle in die Richtung der Masche. Und ich habe das dann noch umgestellt nach UR2. Muss man nicht, aber wir brauchen gleich UR2 und deshalb habe ich das schon mal gemacht. Dann erhalte ich UR2 ist minus UA minus
UD. So, und genau das habe ich also hier hingeschrieben. Gut, also Knoten- und Maschenregel, die kann man ja immer aufstellen. In unserer Schaltung haben wir dann noch die Verstärkerregel hier. Und zwar ist ja die Ausgangsspannung UA gleich UD mal A. Ne? Die Spannung UD, die Differenzspannung, das ist diese hier, wird mit A verstärkt und am Ausgang ausgeliefert. Ja, die kann ich also auch noch angeben. Und dann natürlich habe ich in dieser Schaltung hier zwei ohmsche Widerstände. Da kann ich also noch zweimal das ohmsche Gesetz anwenden bzw. hinschreiben. Ja, also das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich eine Formel herleite. Alle Informationen, die in der Schaltung zu finden sind, und das sind in der Elektrotechnik immer die Gesetze, ohmsche Gesetz, die beiden Kirchhoffsche Gesetze und die Verstärkerformel, ne, die schreibe ich erstmal immer auf. Alle Informationen sammeln, die ich über die Schaltung habe. Gut, und jetzt geht's also los. Wir suchen also die tatsächliche Verstärkung V. Ja, wie war die nochmal definiert? Das war die Ausgangsspannung im Verhältnis zur Eingangsspannung, also UA, dividiert durch UE. Gut, jetzt könnte ich euch die Herleitung einfach hier hinschreiben, aber da hättet ihr nichts von. Wenn ihr dann selber mal vor der Aufgabe steht, dann würde Folgendes passieren. Was mir auch passiert ist, ihr rechnet eine Stunde im Kreis und seid keinen Schritt weiter. Ja, da braucht man bei so einer schwierigen Aufgabe eine Strategie. Und die allgemeine Strategie, die lautet also folgendermaßen, diese ganzen Informationen, die ich in dieser Schaltung hier vorgefunden habe, die ich hier nochmal aufgeschrieben habe, die müssen jetzt alle einmal verwendet werden. Ja, denn ich will ja eine Formel herleiten und alle Informationen, die ich habe, die müssen auch benutzt werden. Das heißt, jede dieser Formeln muss ich mindestens einmal anwenden. Ja, und das mache ich dann auch erstmal und ich mache dann immer so einen Haken hinter, wenn ich eine Formel verwendet habe. Fangen wir mal an hier mit UA. Ich habe hier UA und UA kann ich ersetzen durch UD mal A. Also mache ich das mal einfach. Dann habe ich hier UD mal A. So, ich schreibe es noch ein bisschen größer. Okay. Und dann mache ich hier so einen Haken hinter. UD mal A. Das war diese hier. Die habe ich jetzt einmal verwendet. So, und im Nenner, da kann ich auch direkt irgendeine verwenden. Welche nehmen wir mal da? Da nehmen wir mal hier die Maschenregel, die habe ich schon nach UE umgestellt. UE hier, ist gleich UR1 minus UD. Minus UD. Okay, dann habe ich die auch schon mal angewendet. So. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Wenden wir mal einfach hier das ohmsche Gesetz hier drauf an. Das ohmsche Gesetz, das habe ich hier. UR1 ist gleich I1 mal R1. Machen wir mal. Also der Zähler bleibt erstmal gleich. Der ist UD mal A. Der bleibt jetzt einige Zeit gleich. Da mache ich nichts mehr mit. Und UR1, das hier, ersetze ich jetzt durch I1 mal R1. Also I1 mal R1. Und minus UD bleibt dahinter stehen. Ja, also ich habe das hier in das hier umgeändert. Gut. Und jetzt wenden wir, halt, stopp, da habe ich vergessen, einen Punkt hinter zu machen. UR1, die haben wir jetzt auch benutzt. Als nächste Regel wenden wir die Knotenregel an. Ne? Wenn wir schon mal Ströme in die Formel reingebracht haben, dann können wir auch direkt die Knotenregel hier anwenden. I1 gleich I2, das heißt, wir ersetzen dieses I1 einfach durch I2. Dann erhalte ich, der Zähler bleibt wieder gleich, der bleibt jetzt einige Zeit gleich, da mache ich jetzt erstmal nichts mit. Und der Nenner, da steht jetzt nicht mehr I1, sondern einfach nur I2. Gut, soweit sind wir schon mal. Ja, was können wir denn jetzt noch benutzen? Hier haben wir nochmal ein ohmsches Gesetz.
Das Ohmsche Gesetz können wir jetzt nochmal anwenden. Und zwar hier auf I2. I2 kommt hier vor. Da stelle ich allerdings diese Formel erstmal um hier. Diese, ich mache mal einen Pfeil dran. Nach I2, dann erhalte ich I2 ist gleich UR2 durch R2, Ohmsche Gesetz, ne, umgestellt. Und das kann ich jetzt hier einsetzen. Dann erhalte ich, so, also der Zähler bleibt wieder gleich, UD mal A. Und hier erhalte ich, wenn ich für I2 das hier einsetze, UR2 durch R2 mal R1, das ist das hier, minus UD, das ist das hier. So, gut. Dann mache ich erstmal hier, bevor ich das vergesse, auch einen roten Punkt hin. Dann haben wir schon fast alle Gesetze verbraucht. Das war eine Nebenrechnung, die brauchen wir nicht mehr. So, und hier mache ich aber eine kleine Änderung. Das R2 schreibe ich lieber hier drunter, nach den Regeln der Bruchrechnung. Ihr seht gleich, dass das besser ist. Ist aber nur eine kosmetische Sache. Also R1 durch R2. Und das UR2 schreibe ich mal ein bisschen tiefer. UR2. So. Gut, ja, jetzt bleibt hier eigentlich nur noch ein Gesetz übrig. Ne? Ich habe hier überall einen roten Punkt hinter gemacht. Da bleibt nur noch ein Gesetz übrig, nämlich dieses UR2 hier ersetzen durch minus UA minus UD. Dann mache ich das mal. Also, der Zähler bleibt wie immer gleich. Da machen wir im Augenblick gar nichts mit. Und hier ersetze ich UR2 durch, wo sind wir da? Durch minus UA. Minus UD. Jetzt muss ich aber eine Klammer drumherum machen. Und jetzt kommt hier der Bruch R1 durch R2. Und jetzt kommt minus UD. Minus UD. So, jetzt habe ich den ersten Teil meiner Strategie vollbracht. Und zwar hatte ich euch ja erklärt, ich muss alle Informationen, die in der Schaltung sind, aufschreiben und einmal jede dieser Formeln hier verwenden. Ja, in welcher Reihenfolge ist ziemlich egal. Ich habe das auf 5 verschiedene Methoden durchgerechnet. Ich habe mal die Formel zuerst genommen, dann erst die und die. Ist ganz egal, in welcher Reihenfolge. Aber jede muss einmal vorkommen, damit diese Informationen in der Formel auf die Formel einen Einfluss nehmen können. Ja? Das ist also der erste Schritt unserer Strategie. Ja, und der zweite Schritt wird klar, wenn wir uns überlegen, was wir überhaupt machen wollen. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Verstärkung V schreiben als Funktion von R1, R2 und A. Das heißt, alles andere, ne? Alle Spannungen, alle Ströme, also alles, was keine konstante Bauteilgröße ist, alles, was flexible Werte sind, alle Spannungen, alle Ströme, die müssen raus. So, und da habe ich jetzt, da habe ich noch ganz viele, ne? Ich habe hier eine Spannung noch. Das A ist eine Bauteilgröße, das ist okay. Hier habe ich noch eine Spannung. Hier auch. Das ist okay, das sind Bauteilgrößen. Und hier habe ich noch eine Spannung. Das heißt, ich habe hier noch ganz viele Spannungen. Ne? Augenblick mal, so sieht man es, glaube ich, schlecht. Ich unterstreiche es mal lieber, sonst wird die Formel hier zu durcheinander. So, das war UD. Dieses muss weg, dieses muss weg. Dieses UD muss weg. Und ja, dieses UD hier muss auch noch weg. Also diese vier Terme, die müssen noch aus der Formel verschwinden. Und das ist dann der zweite Teil der Rechnung. Da mache ich jetzt mal hier so einen Strich drunter. So, also der erste Teil, wie gesagt, der erste Teil der Rechnung bestand darin, jede Formel einmal verwenden. Der zweite Teil ist jetzt alle unnötigen Spannungen und Ströme rausschmeißen. Ja, und wie könnte ich jetzt diese ganzen Spannungen hier, diese vier Spannungen rausschmeißen? Da fällt mir auf, dass fast überall die Spannung UD vorkommt. Ne? Nur hier kommt einmal UA vor. So, wenn es mir jetzt gelingt, in jedem Summanden, sowohl im Zähler als auch im Nenner,
ein UD reinzubekommen, da kann ich doch im Zähler und Nenner UD ausklammern und kürzen. Beziehungsweise im Zähler ist ja UD schon ausgeklammert, ist ja schon in einem Produkt vorhanden. Ja, ich muss nur noch gucken, dass ich hier in jedem Summanden einmal UD habe. Ja, und dann bin ich eigentlich schon fertig. Ja. Und das geht auch ganz leicht, weil ich ja schon in drei Summanden UD habe. Ne, wenn ich diese Klammer ausmultipliziere, ich kann es ja mal machen, dann entstehen ja zwei Summanden. So. Und zwar einmal minus UA mal R1 durch R2 minus UD R1 durch R2 minus UD. Na, da sehen wir, das sind drei Summanden, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. In zwei der drei Summanden kommt schon UD vor und im Zähler kommt sowieso schon UD vor als Faktor. Das heißt, ich muss nur noch die Term hier so umändern, dass UD drin vorkommt und da kann ich UD im Nenner ausklammern und UD wegkürzen und ich bin fertig. Ja, mehr ist jetzt nicht mehr zu tun. Ja, und um UD hier umzuwandeln in um UA umzuwandeln in UD, da habe ich sogar eine Formel, das ist diese hier. Das ist meine Formel, mit der gelingt mir die Lösung. Gut, das schon mal als Vorausschau auf das, was wir jetzt machen werden. Also, damit man das besser sieht, mache ich zunächst einmal, wie ich gerade hier unten gemacht habe, ich multipliziere erstmal diese Klammer hier aus. Ja? Gut, dann habe ich also einmal im Zähler stehen. Da steht also immer noch das gleiche, UD mal A. Den Nenner multipliziere ich aus, das heißt, diese Klammer hier multipliziere ich aus. Dann habe ich minus UA mal R1 durch R2. Und dann habe ich minus UD mal R1 durch R2. So. Und dann kommt da noch hinter minus UD. Gut, also erstmal die Klammer aufgelöst. So, und der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, ich wandle um UA durch, wandle ich um in UD mal A. Ne, das habe ich hier. Also der Zähler bleibt gleich, UD mal A. Und dieses UA wandle ich um in UD mal A. Mal R1 durch R2 minus UD mal R1 durch R2 minus UD. Gut, jetzt sehe ich, ich habe in jedem Summanden UD drin, einmal hier und einmal hier. Also kann ich UD ausklammern. Dann mache ich das mal. Also der Zähler bleibt wieder gleich. Aber ich nehme jetzt mal am besten eine andere Farbe, da kann man das besser unterscheiden. Also hier habe ich UD mal A, der Zähler bleibt wieder gleich. UD wird ausgeklammert oder noch besser sehe ich gerade, ich klammer nicht UD aus, sondern minus UD. Ja, also ich klammer minus UD aus, ist noch besser. Dann bleibt hier übrig A mal R1 durch R2. Das soll ein A sein, plus R1 durch R2, R1 durch R2, plus 1, plus 1. So, okay. Und jetzt kann ich, wie gesagt, dieses UD hier kürzen. Einmal hier und einmal hier. So, jetzt habe ich hier noch ein Minus. Das kann ich einfach nach oben bringen. Und zwar kann ich Folgendes machen. Ich kann den Bruch mit minus 1 erweitern. Also Zähler und Nenner mit minus 1 erweitern. Minus mal minus gibt plus. Dann ist das Minus im Nenner weg und es rutscht in den Zähler. Dann habe ich oben minus a stehen. Okay. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes machen wir noch so eine kleine kosmetische Operation. Und zwar multipliziere ich Zähler und Nenner mit R2. Ne? Dann fallen hier diese blöden Doppelbrüche weg. Also Zähler und Nenner mit R2 multiplizieren. Das steht hier im Zähler. Minus R2 mal A. Wenn ich Zähler und Nenner mit R2 multipliziere,
Wenn ich diese Term hier mit R2 multipliziere, ne, muss ich mir jetzt hier vorstellen, ich würde hier den Nenner mit R2 multiplizieren. Das fällt hier im ersten Summanden R2 weg und ich behalte R1 mal A übrig. R1 mal A. Und wenn ich R2 hier mit multipliziere, behalte ich R1 mal R2 übrig, also plus R1 mal R2. Nee, stimmt gar nicht. R1 behalte ich übrig. R1 behalte ich übrig. R2 mal das hier gibt R1. Und wenn ich R2 hier mit multipliziere mit der 1, erhalte ich R2. Okay. So, und jetzt kommt nur noch der letzte Schritt. Das ist jetzt wieder nur eine kosmetische Operation. Und zwar kann ich ja noch aus den ersten beiden Termen hier, da, ich habe ja drei Summanden, aus den ersten beiden kann ich R1 ausklammern. Dann erhalte ich, da nehme ich jetzt wieder eine andere Farbe, dann erhalte ich R1 mal A plus 1. R1 mal A plus 1. Und das bleibt gleich, plus R2. Und der Zähler bleibt sowieso gleich, minus R2 mal A. So, das muss ich noch mal ein bisschen sauberer schreiben. Minus R2 mal A. Ja, und das ist dann auch schon mein Ergebnis. Das hier, das ist jetzt also die richtige Verstärkerformel. Und, na, jetzt habe ich hier das R2 weggemacht, Entschuldigung. So. Das ist also jetzt die richtige Verstärkerformel. Das muss ich auch noch mal ein bisschen genauer schreiben. Das R2 hier. Ja, jetzt wird langsam der Platz knapp an der Tafel. Das ist, wie gesagt, die richtige Verstärkerformel. Mit der können wir dann berücksichtigen, wie groß A ist. Also die Verstärkung A wird berücksichtigt. So, jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie hängt diese neue Formel, die also genauer ist, die besser ist, mit der alten Formel zusammen? Um das zu erkennen, machen wir Folgendes. Wir dividieren Zähler und Nenner durch A. Ne? Oder anders gesagt, wir erweitern mit 1 durch A. Dann erhalten wir Folgendes. Im Zähler bleibt dann übrig, ich schreibe mal hinter, was ich mache. Zähler und Nenner werden durch A dividiert. Dann erhalte ich im Zähler minus R2. So. Und wenn ich den Nenner durch A dividiere, also da muss ich erstmal die Klammer für ausrechnen, R1 mal A durch A ergibt R1 und R1 mal 1 ergibt R1, dann erhalte ich R1 durch A, also plus R1 durch A und hier habe ich R2 durch A plus R2 durch A. So, und jetzt hatten wir bei der alten Formel angenommen, dass a unendlich groß ist, dass a ideal wäre. Das würde dann bedeuten, dass dieser Bruch wegfällt, weil er zu 0 wird. Und dieser auch, der wird dann auch zu 0. Und da bleibt übrig minus R2 durch 1, minus R2 durch R1. Und das ist wieder die alte Verstärkerformel, also die Faustformel, die wir schon kennen. Na, so hängt also die neue mit der alten Formel zusammen. Wenn man in der neuen Formel wieder annimmt, dass a unendlich groß ist, dann bekommt man wieder die Faustformel raus. Ja, und wir sind jetzt am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.